Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Eine Sammlung kurzer Texte für Rechtschreib-, Aufsatz- und Stilübungen. Herausgegeben von Willi Hopf, Hans Thiel, Wilhelm Reininghaus. Verlag Moritz Diesterweg. Vorbemerkungen des Vertoners. Dies ist der Beginn einer Reihe, in der ich im Wochentakt verschiedene kurze Texte aus dem vorgenannten Buch, welches in meiner Grundschulzeit zur Anwendung kam, zu Gehör bringen möchte. Dieses Buch ist in vier Themenbereiche unterteilt: Erzählungen, Beschreibungen und Berichte, Schilderungen sowie Betrachtungen. Aus praktischen Gründen habe ich mich dazu entschlossen, die Texte in der vorgegebenen Reihenfolge wiederzugeben, auch wenn dies gelegentlich zu einer gewissen Eintönigkeit führen mag, wenn etwa über mehrere Wochen hinweg verschiedene Beschreibungen von Tier- oder Pflanzenarten erscheinen. Ich hoffe, Sie als Hörer können darüber hinwegsehen. Eine Ausnahme machen lediglich der im Anschluss an dieses Vorwort folgende Text »Die Wahrheit der Dichtung« von Alfred Döblin und das nächste Woche erscheinende »Zur Fremdwortfrage« von Ludwig Reiners. Diese beiden Texte enthalten, wie ich finde, trotz ihrer Kürze sehr wertvolle Gedanken, von denen nicht nur Leser oder Hörer, sondern vor allem Verfasser jeglicher Art von Literatur guten Gebrauch machen können. Unabhängig davon hoffe ich, dass Sie beim Hören dieser Texte ebenso viel Vergnügen über die Schönheit und den Reichtum meiner Muttersprache empfinden wie ich. Hören Sie nun Alfred Döblin, Die Wahrheit der Dichtung. Was irgendeinen erfundenen Vorgang, der die Form des Berichtes trägt, aus dem Bereich des bloß Ausgedachten und Hingeschriebenen in eine wahre Sphäre, in die des spezifisch epischen Berichtes hebt, das ist das Exemplarische des Vorgangs und der Figuren, die geschildert werden und von denen in der Berichtform mitgeteilt wird. Es sind da starke Grundsituationen, Elementarsituationen des menschlichen Daseins, die herausgearbeitet werden. Es sind Elementarhaltungen des Menschen, die in dieser Sphäre erscheinen und die, weil sie tausendfach zerlegt wirklich sind, auch so berichtet werden können. Ja, diese Gestalten, keine platonischen Ideen, dieser Odysseus, Don Quixote, der wandernde Dante und diese menschlichen Ursituationen stehen sogar an Ursprünglichkeit, Wahrheit und Zeugungskraft über den zerlegten Tageswahrheiten. Und es erheben sich so über der Wirklichkeit eine ganze Reihe von Gestalten, keine große Zahl, an denen immer wieder neu gedichtet werden kann.